3, 2, 1, hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Profil-Ranking. Heute ist jemand dran, der im letzten Profil-Ranking-Video einen Kommentar reingeschrieben hat, dass er gerne in sein Profil gerankt haben möchte. Und das machen wir heute. Der liebe Galaxy hat mir, Dark Galaxy 1, hat mir einen Kommentar reingeschrieben, dass er in den Top 50 der besten Clubs deutschlandweit drinnen ist. Da hat er was viel versprochen. Linken Seite. Der liebe Galaxy gemeint, dass sein Lieblingsbrawler Squeak ist. Aber, liebe Galaxy, du hast den Rico als Lieblingsbrawler hier eingetippt. Mit dem schönen Skin, dem Königsskin, nenne ich ihn mal. Plus, du hast natürlich die Hypercharge-Skin freigeschaltet. Sieht man unten an der Kampfkarte. Eine schöne Kombination aus Auge und Granate. Plus dem perfekten Pin zu deinem Skin. Also auf der linken Seite perfekte Kampfkarte meiner Meinung nach und hat natürlich Stufe 3 den Rico, Liebhaber. Ne? Das müsste sein Mastery 3 sein. Auf jeden Fall super getroffen. Sehr gute Kombination. Finde ich sehr schön. Wir gucken auf die rechte Seite. Der liebe Galaxy ist natürlich im Galaxy Club drin, ist der älteste da drinnen. Einer der führenden Pokalinhaber. Ne? Sieht man an seinen Trophäen, seine Pokale sind, er liegt bei 78.970, also er steht kurz vor 79.000 und wenn man vor 79.000 ist, muss man die 80.000 befüllen. Ne? Hierzu gibt es von meiner Seite aus natürlich einen Verbesserungsbedarf. Ne? Ich bewerte immer, je höher der Rang, je mehr Erfahrung der Spieler hat, desto mehr Erwartung, ne, um mehr Punkte zu erhalten. Trophäen musst du also auf 80.000 bringen, auf jeden Fall. Das ist meiner Meinung nach. Und du bist auf sehr guten Weg. Deine Differenz zum höchsten und zum aktuellen ist ganz gering, nur 2 Stück. Also von daher richtig, richtig nice. Wir schauen ganz kurz auf die Profil, wenn wir schon dabei sind. Er ist auf jeden Fall Sonnenruhm Stufe 3. Also er ist kurz vor Meteoritenruhm. Nach meiner Meinung nach würde ich ungern den Meteoritenruhm an mich reißen. Ich würde so gerne den Sonnenruhm erreichen. Ich habe derzeit den Saturn Ruhm Stufe 2 erreicht. Und er hat Sonnenstufe 3, dann kann ich sehr gut mit Golden Spike arbeiten. Aber dein Profilbild gefällt mir ganz gut. Auch ein Auge, aber diesmal eine Schlange. Bisschen Farbkombinatorik fehlt noch an der Stelle, finde ich. Ne, dieses Gelb sticht zu stark raus, aber das ist halt etwas, was man nicht ändern kann. Vielleicht wird es cooler mit einem bisschen anderem Profilbild. Aber Galaxy the Goated heißt er und Galaxy mit schönen Symbolen und dem Namen. Also der Name kriegt von mir wirklich einen Sonderstern Pluspunkt. Der gefällt mir. Der ist richtig schön schillernd, der von nach links nach rechts geht. Gefällt mir vom Design her. Deine ID könntest du ein bisschen abändern, finde ich, weil das den Gesamtbild deines Profils ein bisschen ändert. Ne? Wenn du schon Goated reinschreibst, dann solltest du wenigstens eine Ziege drin haben, statt einen Huhn. Ja, Huhn ist so Cycling-mäßig. Aber ich bin mir sehr sicher, die Huhn gefällt dir sehr gut. So, du hast 20.000 3 gegen 3 Siege, das ist schon eine krasse Menge. Solo-Siege 5.888, das könnte man auf 6.000 beispielsweise bringen. Und Duo-Siege könntest du auf 2024 Siege bringen. Ne? Das wäre, also du spielst so lange Duo-Siege, bis du dieses Jahr erreicht hast. So 2024. Dann sieht es richtig geil aus. Du hast die Möglichkeit, dein Profil so zu perfektionieren. Zwar kannst du danach keine Duo-Spiele mehr spielen, aber wen juckt das? Brauchst du ja nicht. Dann, natürlich Rangliste nicht zu übersehen. Ne? Er ist heute Legendary 3. In dieser Season ist Ranked eine reinste Katastrophe für mich. Also für die Casuals ist es eine Katastrophe. Es gibt nur den klassischen Modus. Ja? Also ich denke mal, das ist genauso bei dir so. Hier sehr schwierig ist, auf Master zu kommen. Ja, ist es notwendig? Weiß ich nicht. Maximal Siegesserie 66. Ist eine schöne, glatte Zahl und eine richtig hohe Zahl. Meine ist 22. Das ist also dreifach besser als ich. Sein gegönnt. Ich möchte von dir lernen, Galaxy. Ich bin rot 40.000. Ich habe noch einen weiten Weg nach oben. Wenn hier jemand reinschreibt, der so krass ist wie du, freut es mich. Dann mache ich Profil-Ranking sehr gerne. Aber auch, lasst euch nicht einschüchtern, wenn ihr weniger habt. Ist auch möglich und ihr sagt, ihr habt eine richtig coole Kampfkarte gezogen oder einen richtig coolen Skin und ihr feiert das, dann schreibt es mir rein. So, Squeak ist sein Lieblingsbrawler. Jetzt schauen wir mal auf die Brawler. Das ist der spannendste Teil. Und da springt mir schon gleich die Bibi mit Stufe 35. 1250
Pokalpunkten. Auf jeden Fall nach dem letzten Bling Reset nicht mehr angespielt. Das gleiche mit Draco. 2,35er auf jeden Fall. Nani mit 33, also kurz vor 80.000 erwarte ich das auch, dass da zumindest ein paar 35 ja, dabei sind. Sage ich mal, 80% rot ist. Ja, 80% muss rot sein. Das ist meine Meinung dazu. Also gehen wir mal langsam hier mal durch. Alles hat alles. 30, 30, 30, 30. Ganz cool. Muss auf Squeak aber achten. Oh. Das gibt einen halben Punkt Abzug. Du hast einen Kommentar reingeschrieben. Herzchen Squeak. Aber Squeak ist nicht Stufe 30. Das musst du auf Stufe 30 bringen. Und dir fehlen nur noch 24 Punkte hier, Pokale. Hier, Galaxy. Na? Wenn du dich schon Galaxy the Goated nennst, muss der hier auf Stufe 30. Was anderes erlaube ich dir nicht. Ne, halber Punkt Abzug. Wir sprechen hier natürlich vom E-Tüpfelchen der E-Tüpfelchen. Also die Kritik muss schon da sein, damit man so ein bisschen mehr motiviert ist, noch besser, noch mehr zu pushen, um noch den letzten Punkt für eine 10 von 10 zu bekommen. Auch ein kleines Update zu Jonas, zum letzten Profi-Ranking. Der hat Stufe 30 eine Brawler erreicht. Sogar zwei, wenn ich mich nicht recht entsinne. Er hat sich also 0,25 Punkte nach oben geschleudert. Was hatte ich ihm gegeben? 9 Punkte. Also er hatte 9,25 und das allererste Profil-Ranking hat immer noch 8,5. So, deins, komme gleich dazu. Ich schaue noch weiter an. Der letzte Stufe ist auf jeden Fall 26, also ist alles grün. Eve ist ganz am Schluss, ganz am Ende mit 789 Pokalen. Gut, was fehlt dir? Dir fehlt 80.000. Und dir fehlt Squeak auf Stufe 30, dann erhältst du von meiner Seite aus 10 von 10 Punkten. Aber diesem Zustand erhältst du von mir 9,3 Punkte. Dein Profil ist sehr gut, dir gefällt mir. Ah, ich habe vergessen, die Duo-Siege mussten auch auf 2024. Da gebe ich dir nochmal 0,1 Reduktion. Entschuldigung, völlig vergessen, 9,2 Punkte. Damit bist du im Ranking auf Stufe 2. Eins unter Jonas. Jonas ist derzeit Stufe 1. Dann kommst du mit deinem Account. Gut, so viel dazu. Ich hoffe sehr, das hat euch gefallen. Ich werde natürlich das wieder ganz kurz schneiden, damit hier ein bisschen bessere Qualität reinkommt in dieses Profilranking. Und wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like und Kommentar da. Und wenn ihr natürlich euer Profil ranken wollt, macht es genauso wie der Dark Galaxy. Schreibt mir euren Club rein, schreibt mir euren Namen rein, wie er heißt. Und dann seid ihr höchstwahrscheinlich im nächsten Ranking dabei. Vielleicht schafft ihr ein 10 von 10 Ranking. Gut, ansonsten wünsche ich euch allen einen super schönen, angenehmen Tag und Arrivederci!